Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ja. Denkst du wirklich, ich würde den Erstangriff nicht haben wollen? Hast du dich falsch geschnitten? So, Sprung. Und einmal Kopfnuss. Das ist ein schneller erster Kampf für die Folge. Nett. Baum ist nichts drin. Hier ist ein Powerblock. Gott. Hallöchen. Ich denke mal, ich muss die wegmachen. Die machen ja gar keinen Schaden. Das ist ein Kalkirk. Kalkirks sind Steinmonster mit imposanten Geschichten. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht. Maximale KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 2, ziemlich harte Bocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Das war zu früh. 2 Punkte Schaden. Komm. Nimm mal den ersten Schlüssel. Nein, noch nicht. Erstangriff erfolgreich. Ich lieb's. So, dann ist der erste schon mal weg. Beziehungsweise dann kann ich ja eigentlich den hier noch mal runter machen. Und. So, und dann einmal ein Kopfnuss. Bin gespannt, ob wir demnächst wieder ein Level abkriegen. Ja, bleib auf dem Boden. Mann, haben wir schon die Hälfte wieder voll. Ich glaube, immer wenn ich einen Pilz nochmal kriege, dass ich erstmal einen, dann bin ich wieder voll geheilt. Ich muss jetzt alles anhämmern. Na komm her. Ah, Mist. So liebes bisschen. Na gut, ein Goomba überlebt. Aua. Nein, nicht ein Hammer, sondern Sprung. Ja.
Oh nee, du. Ja, bitte scan erstmal. Ein Dornhart. Das ist ein Dornhart. Ein Steinmonster mit Dornen, also wirklich Dornhart. Maximale KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 4, Feuerattacken wirken nicht. Angriffe mit den Hammern sind nicht allzu klug, die Biester können sich wehren. Hammer und Sprünge fallen aus, bleiben also nur Items, wirklich fiese Typen. Feuerattacken haben gesagt, wirken nicht. Dann nehmen wir einfach mal den Powerblock. Also die Items haben in diesem Spiel mehr Auftritte. Also ein Powerblock habe ich noch. Dann wird es problematisch, wenn die Blütenfeuer wirklich nicht helfen. Aber vielleicht versteckt sich ja hier irgendwo noch ein Item. Aber hier könnte ich das doch mal einsetzen. Eine Feuerblume. Also ich würde mal sagen, hier ist Münze. Mangelware. Ein Gutschein für eine Übernachtung im Tothaus. Dass das möglich ist? Okay, wie komme ich denn eigentlich an diesen Items im Hintergrund an? Ob das auch nochmal erklärt wird? Wenn wir schon irgendwie haben wollen. Obwohl, Level Up. Wir kommen immer näher. Nichts. Hier kann ich mich einmal vor. Selbst dafür brauche ich Münzen. Na gut, aber sonst sind wir gerade voll aufgeheilt, ne? Wir könnten noch speichern. Boah. Wie schön, wieder Besucher an diesen Mauern zu sehen. Du bist bestimmt auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Nun, wenn das so ist, musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so erwartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Oh, nun nimmst du die Herausforderung an. So sei es denn, es gibt kein Entkommen mehr für dich. Ich möchte nur kurz einen Schluck trinken, ja? Bitte was? Ich habe mit einem gerechnet, aber nicht mit einem Quiz. Es ist soweit, Zeit für das große Geröllburg-Quiz. Du siegst, wenn du 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, bist du ganz und gar raus.
Kommen wir zur Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern der Geröllburg? Peach, super Wäsche. Prinzessin Peach, Daniel oder den Sonnenschlüssel? Den Sonnenschlüssel. Den Sonnenschlüssel. Bist du sicher? Ja. Oh, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Und jetzt Frage 2. Wie viel kostet ein Pilz und eine Feuerblume im Laden vom Blütenweiler? Zusammen 10 Münzen. Glaube ich. Ja. Was? Nein? Mist. Deine Antwort war falsch, du Narr. Drei falsche Antworten und es geschieht etwas Schreckliches. Eines 8? Mit einem Pilz noch 3 Münzen? Du, Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Barich, Kupolas, Gerkop, Gottfried? Ich glaube Kuperich. Ich weiß es doch nicht. War nicht Kuperich der Vater? Gut, gut. Ich habe doch ein kurzes Gedächtnis. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Und jetzt kommt Frage 4. Ganz einfach, wo ist das Sternjuwel? In Logatzburg. Ja, na, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Zur Frage 5. Wie kommt man von Rohlingen ins Feuertal? Durch eine Röhre. Durch Mario Kart. Ja, das ist richtig. Schon 4 Fragen korrekt beantwortet. Aber nämlich in 8, die nächste Frage wird unglaublich schwer. Und jetzt Frage 6. Wem kann man im Blütenweiler begegnen? Pupas. Bist du dir sicher? Ja. Oh, das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Verdammt, wie konnte ich nur verlieren? Gut, du magst passieren. Ich liebe diesen Humor. Geröllburg, Untergeschoss. Der Keller des Geröllburg. Mir ist kalt, das liegt bestimmt an diesem Wasser. Und die Luft ist kalt, es ist dunkel und beklemmt. Schön ist es hier nicht. Warden Multisprung erhalten. Das richtige Action-Kommando trifft alle Gegner in Reihe. Gehe ich erst links oder rechts lang? Ich glaube, ich gehe erst links. Ist wahrscheinlich das eine Schlüssel dort und der andere Schlüssel ist rechts. Ja, ich mache erstmal den normalen Sprung. Okay, hier halt ein bisschen mehr aus. Das ist ein Fuzzy. Fuzzy sind mysteriös, man weiß nie, wie sie denken. Maximale KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Bei Angriff saugen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Das Action-Kommando zur Verteidigung führt du aus, sobald sie sich von dir lösen. Weil die Fuzzy zu schnell sind, ist das Timing etwas haarig und erfordert Übung. Finde ich nicht, das ist hier definitiv besser. Dann setzen wir doch mal den Multisprung ein. Ah, Mist. Bingo-Zeit. Och, Mist.
Also ich finde den Teil mit ganzen Ordnung. Oh, ganz viele, viele Erfahrungspunkte. Level Up kommt näher. Hallöchen, da ist nochmal ein Fusi. Schön. Ich hoffe, es gibt hier auch wieder Erdbeben. Mist, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Hab tatsächlich Kommando verpasst. Dabei kriegen wir jetzt gleich ein Level ab. Ein Punkt. Zu mies. Ah, guck mal, hier ist sogar der. Ach, guck mal, hab ich doch gesagt. Okay. Ein Stein in Form des Mondes. Der Mondschlüssel. Erstmal ein Kampf. Aber kein Problem, ich wollte eh ein Level Up haben. Doch, denn diesen Kampf nicht möglich. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück. Mist. Wahrscheinlich kann er selbst Items einsetzen. So, dann machst du bitte den hier noch platt. Also ich finde das von Action Time hier ein bisschen sozialer. Level Up. Ja, tatsächlich Ordenpunkte. Wenn ich was gelernt habe, dass Ordenpunkte sehr wichtig sein können, und dann haben wir schon mal 10-10 und falls das wirklich ein Orden ist mit mehr AP, da am Anfang, was wir gesehen haben, wo wir noch nicht drankommen, dann kann ich das hier erstmal verwenden. Bis zum nächsten Level Up. Dann muss man jetzt nur noch hier lang. Schon wieder ein Fussi. Na, komm her. Also hier lohnt sich jetzt wirklich den Multisprung einzusetzen, weil dann ist der nächste nämlich auch down. Wirklich wenig Geld, würde ich mal sagen. Wie viele haben wir? Na komm, die machen wir alle einzeln fertig. Ich kenne ja ihr Timing. Deswegen ist das kein Problem.
Ja, Luigi ist auch da. Bingo. Wie gesagt, Timing ist ja viel besser als in Paper Mario 1. Wieder 29 Boom-Punkte. Halleluja. Oh, diesmal mehr Münzen. Oh, da habe ich das denn verdient? Das Sonnenschlüssel und höchstwahrscheinlich gibt es hier auch wieder ein Item. Eine Feuerblume. Und wie viele Gegner sind es? Ich setze mal eine Feuerblume ein. So, dann haben wir doch beide Schlüssel. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück. Und setzen dies in die Steine an, die wir am Anfang der Welt gesehen haben. Fuzio! Ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden, Fuzzi, Fuzzi, Fuzzi. Bitte scanne mal. Das ist ein Goldfuzzi. Fuzzis mit goldfarbenen Borsten sind sehr selten. Es ist schon unglaublich, was für Monster man hier so begegnet. Maximal KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Goldfuzzis sorgen nicht fest und absorbieren auch nicht deine KP. Mit ihrer Farbe dürfen sie jedenfalls überall auffallen, wo sie auftauchen. Okay, dann nochmal Sprung. Damit kann ich leben. Fuzio, der ist stark. Aber der Kampf fängt gerade erst an. Auf ihn. Was zum Henker? Ich setze mal Feuerblume ein. Was denn kannst du? Kennen? Tatsache. Das ist eine Fuzzi-Horde. Also eine Menge Fuzzis in einer Horde. Was für ein Bild. Maximal KP 20, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Vier Fuzzis greifen nacheinander an. Achte auf das Timing bei der Verteidigung. Vielleicht ist es aber klüger, zuerst den Kerl zu erledigen, der die Fuzzi-Hürde leitet. Und wie soll ich das denn timen? Aua. Oh, ich kann hier nicht mal richtig timen hier.
nicht Daimir. Ich habe meinen Blocken verlernt. Ich kann nicht mehr. Nein, ich dumm Kopf. Ach, fuck. Beinahe. Ach Mensch. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Also jetzt würde ich definitiv mit müssen, als erst um mich zu heilen. Wuzi, Wuzi, oh nein, Wuzi, oh. Haut bloß ab. Einmal zwischenspeichern. Mails von Professor Gumbart. Du hast ja wohl jemand eine. Da hat ja wohl jemand eine Mail geschickt, Mario. Sieh doch gleich mal nach, drücke Plus, um deine Mails zu öffnen. Du findest deine Mails auch im Menü unter Mail Receiver. Es soll ja Leute geben, die Menüs mögen. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher sehr aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Du solltest sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Professor Gumbart. Durch Sprünge gegen diese Herzblöcke werden Mario und seine Mitstreiter erfrischt. HP und BP werden komplett aufgefüllt. Das klappt allerdings nicht, wenn Mario nicht genug Münzen hat oder die KP und BP schon aufgefüllt sind. Na gut, dann kämpfen wir uns mal wieder langsam zurück, ne? So. Au. Oh. Du bist der Nächste, der jetzt verschwindet. So, und weg vom Fenster. Oh, gegnerischer Erstangriff. Nur weil ich es kann. Dass ich nicht gegen die nochmal kämpfen muss. Ich hab irgendwie so ein Déjà-vu. Ich hab so ein Déjà-vu. Das ist hier zum Glück noch einfacher Gegner. Aber alles für die Erfahrungspunkte. 69. Schon wieder ein gegnerischer Erstangriff. Warte mal, wir haben doch ein Item mit Powerblock, ne?
Dann ist der erste jetzt schon mal down. Bin ja mal gespannt, ob wir jetzt gleich unseren Partner kriegen oder nicht. So, ich bin schon fast wieder voll geheilt, das ist doch wunderbar. Wenn jetzt wieder so ein fliegender Kumba vor mir wartet, dann habe ich wirklich ein Déjà-vu. Mist, ich wollte hämmern. Und du machst eine Kompfnuss. Dann ist der schon mal auf dem Boden. Und weg mit dir. Also bisher ist bei den Hammer jetzt noch nichts passiert, dass irgendwelche Requisiten umgekippt sind. Weil woran erkenne ich das eigentlich? Das ist einfach so random. Du weißt es nicht. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Da ich von dem keinen Schaden kriege, mache ich jetzt erstmal Gumba weg. Dummerlich Gumba. So muss es sein. Ob ich jemals die 100 Münzen knacken werde? Auch noch zwei Münzen. Vielleicht kriege ich das ja mit dem Gumba hier. So, du bist schon mal weg. Und einmal ein Kopfnuss. Das sind sehr einfache Gegner. Wir sind schon wieder fast beim Level Up. Daumen hoch, sagt Mario. Und gib diesem Video einen Daumen hoch. Das sage ich jetzt auch mal das erste Mal. Ja, ich habe die 100 Münzen geknackt. Also da muss doch definitiv einen Daumen hoch geben. Willkommen beim Rat. Hallo Mario, danke für deine Registrierung beim Rohlinger Auskunftsdienst, abgekürzt RAD. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Professor Gumbart. Freue dich auf regelmäßige Mails voll von wertvollen Infos. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Datenschutz, Herr Gumbart. Kennen Sie das? Speichern. Na, vorne gibt es ja bestimmt auch nochmal einen Speicherblock. Mario, nicht wahr? Also, ich habe hier gewartet, damit, ich wollte dir nämlich etwas erzählen. Also, eigentlich, ich wollte. Darf ich mit dir zusammen gegen Logart kämpfen? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logart zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logart gekämpft. Ich will auch so mutig werden. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit, Mario. Okay.
Ehrlich? Danke, Mario. Vielen, vielen Dank. Kubio gehört zum Team. Kubio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um ihn in seinem Panzer loszuschießen. So kann er dann mit Hilfe seines Panzers weit entfernte Items erreichen und Schalter aktivieren. Drücke X, um ihn loszuschießen. Hältst du X gedrückt, bleibt er da, wohin du ihn getreten hast. Lässt du X dann los, trifft Kubio Dinge, die hinter Mario sind. Versuche, ihn auf einer Position zu halten und tritt dann den Schalter hinter Mario. Triff. Praktisch. Du kannst Mario auch bewegen, während Kubio in seiner Position verharrt. So kannst du Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Bewege L, während du den Knopf gedrückt hältst. Merke dir, halte X gedrückt, damit Kubio auf seiner Position bleibt. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Kubios Fähigkeiten nutzen kannst? Dankeschön. Im Kampf verwendet Kubio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden, oder? Er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Willst du das Team ändern, drücke Plus und wähle die Option Team im Menü. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Kubio? Kupina, hast du uns zugehört? Kubio, du willst wirklich gegen Logat kämpfen? Aber das ist doch, du bist doch nur ein Träger kleiner Koopa. Und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Es ist Wahnsinn. Nein, Kupina, ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann? Ach was, dafür musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Kubio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nun mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorge, Mario ist schließlich bei mir. Kubio, Dummkopf. Aha. Pina, bitte. Ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also Mario, auf zu Logats Burg. Oh yeah. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher immer noch aufregend. Mir fiel noch etwas ein, was ich dir schreiben wollte. Gumprina unterstützt dich ja mit großer Begeisterung. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du im Laufe deiner Reisen und Abenteuer noch weitere Mitstreiter um dich versammeln wirst. Dann wird es für dich hilfreich sein, schnell und einfach die Mitstreiter an deiner Seite austauschen zu können. Also pass auf, halte L gedrückt, um den Teambring einzublenden. Teambring. Nehmen wir einmal an, du steckst in der Klemme und weißt nicht mehr weiter, dann nur keine Panik. Atme tief durch, wechsle die Mitstreiter und probiere etwas herum. Vielleicht kommt dir dann ja ein Geistesblitz und es geht voran. Noch ein Tipp, wahrscheinlich öffnest du das Menü üblicherweise, indem du Minus oder Plus drückst, richtig? Dann solltest du wissen, dass du mit Hilfe von oben, links, rechts, unten direkt zu bestimmten Bereichen im Menü springen kannst. Tasche, Team, Orden, Journal. Praktisch, nicht wahr? Merke dir das, damit kannst du wertvolle Zeit sparen. Pass gut auf dich auf. Viel Glück. Das ist wirklich praktisch. So, dann können wir doch mal Kubios Spezialangriff sehen. Jetzt muss ich den da oben besiegen. Der Spezialangriff lohnt sich dann jetzt nicht mehr, weil es ist ja nur noch ein Gegner. So, oh Gott, das ist ja komplett anders als im Vorgänger. Halleluja. Nehme ich noch mit. Oh, hier müsste das mit den Item gewesen sein, ne? Genau. So kann man auch einen Erstangriff erfolgreich machen. Merke ich mir. Ob das im Vorgänger auch so war? Habe ich nie ausprobiert, um ehrlich zu sein.
Hab ich nie ausprobiert. Aber dann kann ich doch endlich das Item da abholen, ne? Orden Herzelein, Marios KP regenerieren sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Ist Herzelein, aber ist auch praktisch. Na, komm her. Hey, dann. Einmal Level up. Mist, wieder ein Punkt. Ein Punkt zu wenig. Da muss nur noch ein Gegner kommen. Da ist auch ein Gegner. Löschen. Ein Level up nehme ich noch mit. Boah, die Folge hat schon 41 Minuten. Halleluja, wie schnell geht die Zeit eigentlich um? Level up. Ich nehme nochmal Ordenpunkte. Ich glaube, ich werde es bereuen. Wir haben genug Pilze. Münze nehme ich noch gerne mit. Gut, dann würde ich mal sagen, einmal hier den Sonnenschlüssel einführen. Dann einmal den Mondschlüssel. Gut, aber dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, Tüdelü.